Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zum Pressegespräch mit unserem Herrn Bundesfinanzminister Hartwig Löger. Ich freue mich, dass du heute einen Steiermark-Besuch hast und schon in Bezirken unterwegs gewesen bist und das auch wieder sein wirst. Wir sind ja stolz darauf, dass der Finanzminister ein Steirer ist. Bitte betrachten Sie seinen Revers. Da ist das grüne Herz Österreichs natürlich verewigt. Und ich freue mich vor allem auch deshalb, weil ich, glaube ich, ohne zu übertreiben schon sagen darf, dass die Steuerreform, wie sie vorgelegt wurde, ein sehr mutiger Schritt ist, eine sehr mutige Reform, die wir in Österreich seit Jahrzehnten so nicht erlebt haben. Ältere unter Ihnen gibt es zwar kaum, aber daher sage ich es, würden sich erinnern, dass früher einmal in der Regierungsschüssel deutsche Zeitungen getitelt haben, wie machen das die Österreicher aufgrund unserer guten Wirtschaftslage. Jetzt haben die Welt, die Frankfurter Bild, ich weiß nicht, wer sonst noch in Deutschland getitelt, warum schaffen das die Österreicher, warum schaffen es nicht auch wir, gemeint die Steuerreform. Es ist ein Entlastungsvolumen von 8,3 Milliarden Euro. Denken Sie bitte daran, unser Budget beträgt in der Steiermark 5,9 Milliarden Euro. Also die Entlastung, die da passiert, ist ganz groß. Und der Finanzminister hat es ja öfter gesagt, mir gerade auch im Vorgespräch, dass es eine derart sozial ausgewogene, insbesondere auch für die kleineren und mittleren Einkommen entlastende Reform ist ein Faktum, dass es aber logischerweise auch der Wirtschaft zugute kommt, ist ebenso klar. Ich bin ja noch nicht sehr lange Landeshauptmann, aber lange in der Politik, immer wird darüber geredet, dass die Abgabenquote sinken soll. Jetzt sinkt sie. Sie sinkt von 41,8 auf 40,5 und letztlich dann als Ziel auf 40%. Es gibt Leute, die sagen, warum 20, 21, 23? Ja, das ist das, was ich ganz besonders begrüße bei der Steuerreform. Es kommt in solchen Etappen, dass nicht neue Steuern eingeführt oder Steuern erhöht werden müssen. Es wird keine neuen Abgaben geben. Es wird vor allem deshalb keine neuen Schulden geben. Das war ja bei bisherigen Steuerreformen, daher habe ich immer wieder vor Steuerreformen gewarnt, der Fall, dass man einen Euro dreimal zurückzahlen hat müssen. Genau das ist der entscheidende Unterschied, den ziemlich alle bemerkt haben. Wir haben ja auch sehr positive Reaktionen seitens etwa der Arbeiterkammer und aus dem Gewerkschaftsbereich. Nach gewissen Schrecksekunden, die eine Woche gedauert haben, haben sie gesagt, ja, eigentlich sind wir im Wahlkampf und sollten wir dagegen schießen. Da gibt es sachlich, fachlich schwer etwas auszusetzen, weil diese Steuerreform jeder und jedem Einkommensbezieher etwas bringt, weil mit dieser Steuerreform im Übrigen eine langjährige Forderung, insbesondere auch jener, die aus der Soziallehre kommen und die immer sagen, Arbeit ist Teil der Sinnerfüllung des Lebens, es soll Beteiligungen geben, mit diesem Mitarbeitermodell eine wirkliche Form der Beteiligung bis zu 3.000 Euro befreit von allen Steuern. Und natürlich, ich habe gestern am Abend auch einen Diskussionsabend mit dem Vorstand der Industriellenvereinigung gehabt, ist für die Frage der Abgabenquote, ist für die Körperschaftssteuer etwas, was sie gebetsmühlenartig immer wieder verlangt haben und was sie nun in Erfüllung gehen sehen. Wenn
das alles so kommt und eintrifft und die Konjunktur sich nicht zu sehr abschwächt, auch das ist ja ein Thema, das wir momentan auf allen Ebenen behandeln, dann wird allein durch diese Steuerreform es auch einen deutlichen Beschäftigungseffekt geben, allein 5.000 zusätzliche Arbeitsplätze in der Steiermark. Zweitens möchte ich Ihnen, bevor ich dann den Herrn Finanzminister bitte, nur sagen, ich habe dem Bundeskanzler, ich habe dem Herrn Finanzminister, ich habe dem Herrn Wissenschaftsminister immer gesagt, bei allem Sparwillen das Budget ausgeglichen zustande zu bringen, was ja einfach notwendig ist. Jede Familie kann auf Dauer nicht mehr ausgeben, als sie einnimmt. Und nur so wird man enkelfit. Mit dieser Steuerreform, glaube ich, hat die Bundesregierung bewiesen, dass sie enkelfit agiert, weil sie nicht Schulden hinterlässt, sondern Chancen eröffnet. Aber ich habe als steirischer Landeshauptmann immer wieder auch davon gesprochen, wir sind unter den 274 Regionen des Europas der Region mit 5,12% jene, die die höchste Forschungs- und Entwicklungsrate haben unter den Bundesländern. Wir sind sehr stolz darauf und wir können das halten und wir werden das halten, wenn die Forschungslandschaft, wenn die Universitätslandschaft auch in Zukunft gefördert und erhalten und ausgebaut wird, denn das ist die Tür zur Zukunft der Arbeitswelt, zur zukünftigen Arbeitsplätze. Und ich freue mich daher, dass im Rahmen dieser Steuerreform auch die Forschungsprämie für Klein- und Mittelbetriebe um mehr als 10 Millionen zusätzlich im Jahr erweitert wird. Und ich freue mich auch, dass in einem guten Zusammenspiel Finanzminister, Wissenschaftsminister, Universitäten, wir als jenes Bundesland, das die meisten Universitäten außerhalb Wiens hat, in der Leistungsvereinbarung für 19 bis 21 wirklich einen Qualitäts- und Quantensprung zustande gebracht haben. Es gibt österreichweit um 1,3 Milliarden für die Universitäten mehr. Für die Steiermark bedeutet das 17% mehr für die Technische Universität, 16% mehr für die Montanuniversität, 14,3% für die Karl-Franzens-Universität, 12,3% für die Medizinische Universität und 9% für die Musik- und Kunstuni. Das haben wir lange nicht erlebt, aber wenn Sie sich allein anschauen, was etwa sich auf der Medizinischen Universität abspielt, jetzt mit dem Campus 2, da bin ich schon ein wenig stolz darauf. Ich erinnere mich, wie ich vor Jahren mit dem Herrn Professor Czelisnik und anderen beim damaligen Finanzminister Pröll vorgesprochen haben und wir den Chirurgieturm sozusagen ins Reine gebracht haben. Wann immer man da hinausfährt in dieses Klinik, sieht man, dass wir hier uns wirklich sehr, sehr stark verbessert haben. Und damit darf ich abschließend schon sagen, wir wissen, dass die Konjunktur sich abschwächt, aber es gibt ein Wirtschaftswachstum. Man darf auch nicht zu viel jammern. Das WIFO hat jetzt die Aussichten ja in Wahrheit wieder ein bisschen verbessert. Und wir haben als Steiermark in den letzten 1,5 Jahren etwas erlebt, was es bei uns kaum gegeben hat. Wir haben bis auf 2 Monate Ausnahmen Monat für Monat den höchsten Rückgang an Arbeitslosigkeit gehabt. Und wer schon die 70er, 80er Jahre miterlebt hat, auch die 90er Jahre, weiß, wir waren, was die Arbeitslosigkeit anlangt, immer höher als der Bund. Wir sind jetzt niedriger. Wir haben 7,3% im Bund, wir haben 5,5% im Land. Und das, denke ich, ist schon auch eine
ein Ergebnis einer konsequenten Forschungs- und Entwicklungspolitik mit unserer Clusterbildung und vielen anderen. Wenn Sie sich anschauen, welche Spatenstiche in den letzten 1,5 Jahren bei uns stattgefunden haben, das erste Stahlwerk Europas nach 40 Jahren wird in Kapfenberg errichtet. Wir mit der Technischen Universität ein großes Vorhaben zur Cyberkriminalität. Wir haben, wie gesagt, die Tunnelforschungsstätte im Berg. Wir haben die Silicon Alps. Wir haben, wie schon erwähnt, die Clusterbildung. Und ich sage es nur am Rande, weil wir auch von Reformen geredet haben, es handelt sich ja um eine Steuerreform. Wir haben unter ziemlichen Schweißausbrüchen die Gemeindestrukturreform durchgesetzt. Wir haben damals 542 Gemeinden gehabt, wir haben jetzt 287. Ich darf Ihnen sagen, dass 2014, ein Jahr bevor die Gemeindestrukturreform in Kraft getreten ist, wir 21% der Gemeinden hatten, die Abgangsgemeinden waren. Jetzt, 2017, 18 liegt noch nicht vor, sind es 9,75%. Das ist mit Zahlen nicht zu begründen, bei 542, 287, aber wie bei Wahlen, es entscheiden ja die Prozente. Und ich sehe es, wenn ich von Freitag bis Sonntag draußen in den Gemeinden bin, die Infrastruktur hat sich überall gebessert. Ich war vorgestern in Obdach, die haben jetzt 3700 Einwohner. Früher waren das 5 Gemeinden. Jetzt haben sie einen großen Kindergarten, ich war beim Spatenstich dabei. Ja, sie haben eine Volksschule mit Nachmittagsbetreuung. Wer hätte das gedacht in Obdach? Ja, in Krakatorf übrigens auch. Und. Und das zahlt sich jetzt aus, letzte Zahl, die hängt natürlich auch damit zusammen, aber auch damit, dass das Land die Gemeinden unangetastet lassen hat, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, was etwa die Finanzierung der Krankenanstalten anlangt. Unsere Gemeinden erwirtschaften mittlerweile einen Überschuss. Und auch das ist die Zahl aus 2017 von 50 Millionen. Es gibt dann noch Niederösterreich mit einem Überschuss. Alle anderen 7 haben Defizite. Dafür hat das Land selber ein Defizit, aber Sie werden es vielleicht schon gelesen haben, wir haben ja heute auch Regierungssitzung gehabt. Es wird in den nächsten Tagen vom Finanzreferenten und auch vom Landesrat Drexler noch ausgeführt. Wir konnten den Maastricht-Saldo von 286 Millionen auf 40,5 senken. Also, wir sind auch hier auf der richtigen Spur. Mehr sage ich nicht. Kärnten, Niederösterreich, Wien haben pro Kopf mehr Schulden, aber dann sind schon wir. Daher kann ich da nicht wirklich zufrieden sein. Aber wir sind auf der richtigen Spur. Und wenn so etwas wiederholbar ist, werden wir nicht erst 2021 ausgeglichen, Haushalt ausgeglichen haben. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bitte richten Sie alle Fragen an den Finanzminister. Der weiß sowieso alles. Und ich freue mich, dass du hier bist und bitte dich um dein Wort. Ja, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, meine Damen und Herren, so wie angesprochen, trage ich nicht nur das grüne Herz am Revers, sondern das Schöne ist ja, dass es mir angeboren ist. Und in dem Rahmen freue ich mich besonders, heute wieder mal in der Steiermark sein zu können. Besonders freue ich mich mit dem, was vom Landeshauptmann ja angesprochen wurde, wir die Chance haben, hier noch einmal auch ein bisschen in der Wirkung für die Steiermark darzustellen, wie dieser Entlastung Österreich Programmansatz, den wir bewusst in der Deklaration der Steuerreform gelegt haben, in der Wirkung ist. Und ich nehme es vorweg, es ist sehr positiv und ja erkennbar, dass wir auch eine Anleihe im wahrsten Sinne des Wortes aus der Steiermark nehmen konnten, nämlich durchaus mutig zu sein, wenn es um Reformen geht und auch in der Zielsetzung sich einiges vorzunehmen. Und genauso wie am Schluss es auch dargelegt wurde, es gilt ja
neben dem Thema der Entlastung auch im Auge zu haben, welche budgetären und auch finanzpolitischen Rahmenbedingungen wir in Verbindung damit sehen. Und nachdem du, Herr Landeshauptmann, es als enkeltauglich bezeichnet hast, erlaube ich mir ja als auch schon Großvater in der Form diese Verantwortung auch auf der Österreich-Ebene zu setzen. Und wir haben dieses Entlastungsprogramm, das wir ja schon mit einem Familienbonus, der seit Jänner 19 in der Wirkung ist, begonnen haben, wo wir dann mit auch entsprechend Jänner 20 und folgend deutliche Entlastungsmaßnahmen vor allem für arbeitende Menschen in Österreich und auch für Pensionistinnen und Pensionisten, die für das Land auch entsprechend Leistung erbracht haben, geben werden. Das ist das Element und wir haben klargelegt, keine neuen Steuern, aber auch keine neuen Schulden, weil Schulden von heute, die wir machen, sind letztendlich die Belastungen von morgen für uns, für unsere Kinder und auch wahrscheinlich in der Dimension dessen, was über Jahrzehnte an Schulden in Österreich angehäuft wurde, sind es auch Belastungen, die über Generationen hinweg wirken. Das heißt, wir haben dieses Programm eingebettet in einen guten Pfad, in dem wir kontinuierlich in den nächsten Jahren Überschüsse erzielen werden. Das ist einmal eine wichtige Grundlage. Und gleichzeitig haben wir dafür gesorgt, dass wir an der richtigen Ecke im wahrsten Sinne des Wortes starten, nämlich von der Basis her jenen Menschen in Österreich auch über einen Sozialversicherungsbonus die Chance geben, schon ab Jänner 20 netto mehr Gehalt in der Geldbörse zu haben, dadurch, dass wir Sozialversicherungskosten senken, sogar für jene Menschen, die aufgrund ihres Einkommens keine Steuerleistung derzeit zu erbringen haben. Das heißt, dort ist der größte Wirkungshebel gegeben und gerade dort wollen wir auch die Priorität sehen. Und darüber hinaus eine bedeutsame, spürbare Tarifentlastung auch für die kleinen, aber auch mittleren Einkommen. Und dahinter steht ganz klar das, was auch in der Steiermark, wie wir gehört haben, Wirkung hat, dass nämlich Leistung sich lohnt, dass auch Arbeiten, Wirtschaften und Einkommen einen positiven Ansatz und eine spürbare Entlastung erhält. Österreich hat über viele Jahre sich hochstilisiert zu einem Hoch- und Höchststeuer- und Abgabenland. Wir stehen im internationalen Vergleich sogar weltweit unter den 10 Ländern mit der höchsten Steuer- und Abgabenquote. Wir sind auf Platz 6 weltweit, aber darauf können und wollen wir nicht stolz sein, sondern es gilt, hier dafür zu sorgen, dass wir eine positive Stimulation geben. Und daher haben wir ein Entlastungsprogramm formuliert, das über den Bereich Arbeit und Leistung auch den Bereich der Wirtschaft, so wie es ausgeführt wurde, geht. Da haben wir nicht nur das Thema einer steuerlichen Entlastung, sondern vor allem auch einer Entbürokratisierung. Ich habe einen Unternehmer voriges Jahr getroffen, der mir gesagt hat, es ist schön, wenn ich weniger Steuern zahlen muss in Zukunft, aber noch schöner ist, wenn es mir helfen, Nerven zu sparen, die ich tagtäglich verliere im Aufwand, im Bereich der Lohnverrechnung, im Bereich der Administration, weil die Themen schon so schwierig und komplex geworden sind. Das heißt, ein wichtiger Anteil auch dieser Entlastung wird im Bereich der Vereinfachung und Entbürokratisierung stehen. Wir werden das Einkommensteuergesetz völlig neu definieren und mit einer Neukodifizierung auch in die Wirkung bringen und damit auch, was so teilweise angesprochen wird, eine deutliche strukturelle Vereinfachung des gesamten Einkommensteuergesetzes in den Bereich bringen. Und darüber hinaus ein Elementum, das uns wichtig ist, weil wenn wir auch in dem Bereich für unsere Enkelkinder und Kinder denken, dann bedeutet es, dass es richtigerweise auch Maßnahmen gibt für den Bereich der Verbesserung der ökologischen Steuerung. Hier haben wir ein Paket, soweit es möglich war, auch im Rahmen der Steuergesetzgebung in dieser Steuerreform verankert, indem wir gerade im Bereich des CO2-Ausstoßes, was die Mobilität betrifft, also das Auto, den Transitverkehr, eine spürbare, unter Anführungszeichen auch Bestrafung für hohen CO2-Ausstoß geben. Das ist markant, das ist spürbar und genauso entlasten wir jene,
die bereit sind, bei der Mobilität auf CO2-geringe Ausstoßfahrzeuge oder sogar E-Mobilität in dem Bereich zu gehen. Das ist zwar aufkommensneutral, weil wir ja keine neuen zusätzlichen Steuern setzen wollen, daher auch keine CO2-Strafsteuer im Sinne einer Ergänzung, aber innerhalb des Systems der Normverbrauchsabgabe und neu auch innerhalb des Systems der Kfz-Versicherungssteuer spreizen wir spürbar und haben damit eine starke Motivation für alle, sowohl im laufenden Betrieb des Autos, aber vor allem beim Neukauf, bewusster auf dieses wichtige Thema der Umwelt zu schauen. Darüber hinaus Themen im Bereich auch Biogas, LNG, auch Photovoltaik, das heißt bewusst steuernde Maßnahmen, damit wir schaffen, auch das, was wir wollen, nämlich die Klimaziele in Österreich erreichen und damit einen wichtigen Beitrag liefern, dass auch hier wir enkelfit sind, um nochmal den Begriff zu nehmen, genauso in den Maßnahmen, die wir zur Förderung und Unterstützung einer positiven Klimatendenz bringen. In Summe gesehen, kann man sagen, auch angesprochen, die Gegenfinanzierung ist natürlich ein Faktor, der immer wichtig ist. Wir haben klargelegt, dass wir die Gegenfinanzierung nicht durch neue Einnahmen wieder finanzieren. Das war in der Vergangenheit so. Linke Tasche wurde eine Entlastung deklariert und dargestellt und verkauft. In die rechte Tasche hat man neue Abgaben und Steuern wieder hineingepackt und unterm Strich hat sich die Abgabenquote nicht gesenkt. Ja. Diese Steuerreform und dieses Entlastungsprogramm ist ein ehrliches Programm, daher keine neuen Steuern, keine erhöhten Abgaben, sondern das muss finanziert werden, primär aus dem, was wir erwirtschaften können. Da gibt es Effekte aus der Konjunktur, die wir in den nächsten Jahren ja durch diese Entlastung der Menschen im Konsumbereich und damit im Wirtschaftswachstum wieder zum Teil auch entsprechend refinanzieren können. Wir haben vorgesorgt schon im Budgetansatz des letzten Jahres, dass wir bis zum Jahr 2022 uns auch Mittel schon vorsorglich genommen haben im Ausmaß von 2,2 Milliarden Euro. Und ja, wir werden, und das ist ein Beschluss der gesamten Regierung, bei den bereits begonnenen Budgetverhandlungen für die nächsten Jahre noch zusätzlich 1 Milliarde an Einsparungen aus den Ministerien holen. Das wird aber, um es gleich vorwegzunehmen, in keinster Weise Leistungskürzungen in irgendeinem Bereich bringen. Ganz im Gegenteil, wir werden durch Effizienzsteigerung und Effektivitätssteigerung diese Elemente in Einsparungen uns holen. Und da darf ich nochmal auch verweisen auf das Vorbild Steiermark und auch besonders bei dir, Herr Landeshauptmann, wo du durch eine mutige Reform, auch was die Verwaltungsstruktur der Steiermark betrifft, eigentlich Vorbild warst. Und ich nehme nur das, was ich selbst auch als Beispiel gezogen habe. Wir haben bereits auf den Weg gebracht eine Reform beispielhaft der Finanzverwaltung, wo wir uns entschieden haben, österreichweit von 40 Finanzämtern und Behörden, die österreichweit definiert sind, uns auf ein Finanzamt Österreich behördenmäßig ab Jänner 2020 zu fixieren. Das heißt, wir schaffen hier eine bessere Grundlage im Sinne der Steuerung, was die Produktivität und damit die Effizienzleistung und auch die Qualität im Verwaltungsbereich bringt. Wir werden aus 9 bestehenden Zollämtern in Österreich derzeit verteilt ein Zollamt Österreich neu einrichten. Diese Reform haben wir bereits im Ministerrat beschlossen und auf den Weg gebracht und sie folgt diesem Gedanken, dass es im ersten Schritt natürlich da oder dort erschreckt und Widerstand gibt, ist klar. Wenn man dann erkennt, welches Potenzial auch auf der einen Seite an Einsparung gegeben ist, aber welche Chance auch auf Verbesserung aus einer solchen Reform besteht, indem dann auch mehr Qualität und mehr Serviceleistung erbracht werden kann, dann ist das ein Beispiel, mit dem wir auch im Finanzverwaltungsbereich vorangehen und wie gesagt kein Hehl daraus mache, dass auch die Steiermark bewiesen hat, dass es möglich ist, machbar ist, dass es sinnhaft ist. Und genauso werden wir auch uns in den nächsten Jahren auf Bundesebene Reformen in dem Bereich auch weiter vornehmen.
und damit auch einen wichtigen Beitrag liefern. Und in Summe gesehen erlaube ich mir, ein Thema noch anzusprechen, weil das immer so gerne jetzt im Kritischen genannt ist. Ja, wir haben uns entschieden als Bundesregierung, dass wir das große Thema der kalten Progression, nebenbei formuliert, das auch unter sozialdemokratischer Regierungsführung über 4 Jahrzehnte nicht abgeschafft wurde, obwohl es das auch schon gegeben hat, Klammer zu. Wir haben im Regierungsprogramm deklariert, dass wir eine Lösung für die Abschaffung dieser kalten Progression in dieser Legislaturperiode setzen und auch beschließen werden. Das wird auch so sein. Aber wir brauchen vorab dieses Entlastungspaket, weil es die Chance gibt, eine gerechtere Verteilung in der Einkommenswirkung zu geben. Wir brauchen gerade für die geringverdienenden Menschen in Österreich eine zusätzliche Leistungsmotivation, und das schaffen wir mit einer gezielten, auch einer sehr markanten, mit 8,3 Milliarden Jahreswirkung bedeutsamen Gesamtreform, und die ist voranzustellen, bevor wir das andere Thema lösen. Und ich traue mir abschließend auch die Klarheit der Rechnung zu geben. Wir wissen, dass wir über diese Legislaturperiode eine kumulierte Gesamtwirkung der kalten Progression haben im Ausmaß von 7,5 Milliarden Euro. Das ist sehr, sehr viel an Wirkung. Und ich darf Ihnen in der gleichen kumulierten Form auch darstellen, dass die Wirkung kumuliert der Maßnahmen, die wir mit diesem Entlastungsprogramm setzen, in den gleichen 5 Jahren über 18 Milliarden Euro an Entlastungswirkung hat. Und nachdem schon so viele, leider Gottes nicht maturareife Rechnungen zu dem Thema gelegt wurden, war es mir heute wichtig, das einmal klarzustellen. Ich bin gerne bereit, auch dann den Flipchart zu strapazieren, wenn Sie es noch auch plakativ dargestellt haben wollen. Aber bitte nehmen Sie mit, egal wer Ihnen was in welcher Form versucht einzureden, Faktum ist, wir haben eine vielfache Wirkung an Entlastung, die diese Regierung in dieser Periode setzt, und auch die kalte Progression mehr als im Griff, und damit eine spürbare, ehrliche, wirksame Steuerentlastungsreform für Österreich und damit für alle Steirerinnen und Steirer, auch für alle Wirtschaftsunternehmen in der Steiermark, schaffen wir und sichern wir Arbeitsplätze und eine gute Grundlage für ein positives Wachstum auch in den nächsten Jahren. Vielen Dank und danke. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Danke, bitte. Was ist ein großen Kuchen der Gesamtreform jetzt auch die Förderung seitens Unteroffiziere etc. Die Bundeswehr endlich jetzt von 3 Milliarden Euro die Rede, die das Bundeswehr bräuchte, oder ein Anteil von 1%. Ist das Gegenstand Ihrer Überlegungen, dann müssen Sie es steigern. Also wir haben in dem Bereich eine Steuerentlastungsreform, dieses Entlastungsprogramm, das wir jetzt beschrieben haben, in der Gesamtwirkung, das haben alle Ministerinnen und Minister gemeinsam beschlossen, mit auch den entsprechenden Notwendigkeiten, was die Einsparungen im Bereich der Gegenfinanzierung betrifft. Und alle Minister, auch der Verteidigungsminister, haben das gemeinsam beschlossen. Ergänzend und unabhängig dazu auf Ihre Frage ist die Herausforderung, die bereits gestartet hat, dass wir in den Budgetverhandlungen für das kommende Jahr und auch mit dem Budgetfinanzrahmengesetz für die kommenden Jahre am 15. Oktober im Nationalrat werde ich die Chance haben, wieder eine Budgetrede zu halten, wenn es auch so sein soll. Und dort werden wir dann klar deklariert haben, in welcher Form, in welchem Rahmen, welche Ressorts und Ministerien, welche Budgets für das kommende und die nächsten Jahre haben werden. Und so gesehen kann ich nicht im Rahmen einer Steuerentlastungsreform Budgetverhandlungen vorwegnehmen. Und ich habe auch dem Verteidigungsminister, der sich auch mit mir schon in Verbindung gesetzt hat, klargelegt, dass wir sehr intensiv in den nächsten Wochen arbeiten werden. Es gibt da oder dort Erwartungen, Forderungen für Investitionen. Ich mache kein Hehl daraus, in den letzten Jahren und sogar jetzt in der Wirkung bis ins Jahr 2021 gab es große
Investitionspakete für das Bundesheer in der Gesamtwirkung von 1,6 Milliarden Euro. Das heißt, es ist ein großer Rahmen für Investitionen beim Bundesheer ja auch aus den letzten Regierungsbeschlüssen heraus noch immer in der Wirkung. Darüber hinaus haben wir im Vorjahr ein Mobilitätspaket, auch durchaus in Unterstützung des Landeshauptmanns, gemeinsam fixiert und definiert, wo wir auch im Bereich von Hubschraubern, die ja für den Standort in der Steiermark relevant und wichtig sind, und wir haben ja gemeinsam erkannt, auch bei der Katastrophensituation, die dann im Winter eingetreten ist, wie wichtig es ist, dass wir hier für die Steiermark gemeinsam was tun. Nebenbei haben wir dann für Lawinenverbau noch zusätzliche Mittel auch fixiert. Also diese Maßnahmen haben wir auch gemeinsam mit dem Land Steiermark in der Abstimmung getroffen. Und so gesehen, wie gesagt, wird es, was darüber hinaus Investitionen der Verteidigung betrifft, eine genaue Betrachtung geben der Mittel, die zur Verfügung stehen, die auch weiter in Investitionsprogrammen enthalten sind. Und ich sage es gleich frei heraus, es wird auch der Verteidigung nicht erspart bleiben, so wie beim letzten Mal auch bei den Budgetverhandlungen zu schauen, wo neben den Investitionsbedürfnissen vielleicht auch in der Struktur Einsparungspotenziale gegeben sind. Weil als Kaufmann habe ich gelernt, wenn man zwischen Kosten und Investitionen nicht unterscheiden kann, dann wird man langfristig nicht erfolgreich sein. Ist das beim Bundesheer so? Das ist eine Betrachtung, der wir uns wieder stellen werden. Und da gibt es auch einen Rechnungshofbericht, den ich mir inzwischen angeschaut habe, der nicht allzu lange zurückliegt, wo auch im Bereich der Verteidigung durchaus das eine oder andere Potenzial angesprochen wurde. Sind die Katastrophen angesprochen? Ich habe gestern mal einen Antwort von der Feuerwehrreferenten mit dem recht kompletten Vorschlag, der Bund möge den Katastrophenfonds entsprechend anpassen, erhöhen, damit die Unternehmer 400 Euro, glaube ich, pro Tag ihren Mitarbeitern als Schadensersatz zahlen können. Wie stehen Sie da dazu? Also wir haben da durchaus, glaube ich, eine gemeinsame Sicht, auch aus der Katastrophensituation, die im Land eingetreten ist. Und ich traue mir das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, auch ich habe in vielen Bereichen ehrenamtliche Tätigkeiten in dem Bereich gemacht und bin auch weiterhin aktiv. Gesamtheitlich gesprochen, glaube ich, muss man vorsichtig sein insofern, weil das, was ja Österreich leistet, nämlich die Österreicherinnen und Österreicher, die in vielen Bereichen, ja, ehrenamtliche Tätigkeit für die Gesellschaft leisten, das kann Österreich nicht in irgendeiner Form monetär abgelten. Das ist ein Faktor, der volkswirtschaftlich in vielen Studien belegt ist, und das ist ja das Erfreuliche, dass es in Österreich im Zusammenhalten, ja, wenn es notwendig ist, auch etwas in dem Bereich beizutragen. Aber das ist genauso in Vereinstätigkeiten, ja, wo junge Menschen auch dem Sport und sonstigen Bereichen näher gebracht werden, auch im Bereich Musik und. Ja. Das alles ist ein hoher Wert und ein hohes Gut, das wir Gott sei Dank auch in unserer Gesellschaft haben und wo ich weiß, dass auch viele junge Menschen bereit sind, auch in Zukunft etwas zu tun. Und ich gestehe, ja, da ist natürlich immer wieder auch die Frage im Sinne des Ersatzes oder der Honorierung. Aber ich habe in meinem eigenen Bereich auch erlebt, dass man teilweise dann auch diese Freiwilligkeit untergräbt, wenn man beginnt, dafür Honorierungen in Aussicht zu stellen, weil damit unter Anführungszeichen die Grundidee eigentlich unterwandert wird. Und so gesehen habe ich jetzt keinen unmittelbaren Ansatz zu dieser Forderung oder diesen Erwartungen. Aber wie gesagt, mein Grundverständnis ist, dass auch diese ehrenamtliche Situation erfreulicherweise ein guter, wichtiger Beitrag ist. Und man sollte aufpassen, dass man das System nicht kippt. Das grüne Herz, die letzte Frage noch. Herr Schneider, werden Sie natürlich bei der EU-Wahl die Frau Schmidbauer entscheiden? Ich habe die Freude, dass ich heute die Simone Schmidbauer noch treffen werde, in der Nähe von Weiz im Mitterdorf. Und wir werden dort auch gemeinsam aktiv sein. Und so gesehen freue ich mich auch bei der Wahl zur EU der Steirerin natürlich eine zusätzliche Stimme zu geben. Wollen Sie wissen, wen ich will?
nicht, gut. Aber Spaß beiseite, ich möchte mich schon auch bedanken beim Finanzminister. Wir haben ja Jahrzehnte darüber geredet, ob der Standort Aigen erhalten bleibt. Und es war ja seine Zusage gegenüber dem Finanzminister und wir haben da, so gut es eben geht, auch ein bisschen mitgewirkt, dass die Alouette nachbeschafft wird. Und wir haben ja die erste Tranche der Bandur-Panzer mittlerweile in Straß schon begrüßen können. Es wird die zweite Gruppe kommen. Also es tut sich hier einiges an Initiativen. Und ich möchte mich natürlich auch bedanken, das war ja in den letzten Wochen auch dann plötzlich einmal ein Thema. Es ist aber kein Thema, denn wir haben die fixe Zusage bekommen nach diesen verheerenden Schneefällen. Ich war selber im Kanzleramt mit dem Bundeskanzler, mit dem Finanzminister und wir haben das besprochen und wir werden hier außerordentlich zusätzlich 20 Millionen bekommen, wie wir auch 14 Millionen bekommen. Wir haben, ich glaube, in der Vorwoche den Spatenstich für die außerordentlichen, oder vor 14 Tagen den Spatenstich für die außerordentlichen Maßnahmen in Gazen bekommen werden. 14 Millionen, vergessen Sie bitte nicht. Das ist der Ort, der in den letzten 10, 12 Jahren wie kein anderer in Österreich betroffen war. 5-mal Unwetter allein im Vorjahr. Die waren am Rande der Verzweiflung. Und dort habe ich übrigens auch gesehen, was Freiwilligkeit anlangt. Die haben dort schon 24 oder 48 Stunden durchgearbeitet, konnten nicht mehr, haben aber weiter gemacht. Und diese Sache werden wir vermutlich im Herbst auch in der LH-Konferenz behandeln. Der Katastrophenschutzreferent und ich haben ja mit dem Roten Kreuz und mit der Feuerwehr die Dinge durchbesprochen. Da gibt es österreichweit sehr unterschiedliche Meinungen und es geht, wenn überhaupt, darum, ob es ein Anreizsystem geben könnte, weil im Grunde natürlich, vergessen Sie bitte nicht, jede zweite Steirerin, jeder zweite Steirer ist ehrenamtlich tätig. Und da geht es natürlich einerseits ums Rote Kreuz, noch viel mehr um die Feuerwehr, aber der Bereich geht ja sehr viel weiter. Schauen Sie sich die Musikkapellen an, schauen Sie sich die Sportvereine an. Man schaut sich einen Sportverein in einer mittleren oder kleinen Gemeinde an. Wer zieht denn dort die Linien? Das macht der pensionierte, ich weiß nicht, Eisenbahner, wenn er jung ist, sonst halt ein älterer Pensionist. Denken Sie daran, was hier mitten in Graz in den Straßenzeilen stattfindet, an freiwilliger Hilfe, wo Menschen einem anderen betagten Menschen in ihrer Siedlung das Essen bringen und. Aber die Rettungsorganisationen, die wir dann in Katastrophenfällen quasi auf Knopfdruck brauchen und die selber nicht wissen, kommen sie gut nach Hause nach dem Einsatz. Das ist natürlich hier ganz besonders zu sehen. Wir werden das ernsthaft besprechen in den zuständigen Gremien, aber da gibt es österreichweit sehr, sehr unterschiedliche Zugänge. Herr Minister, ich hätte eine Frage. Der Herr Landeshauptmann hat ja erfreulich für uns Steirer, ich bin auch Graz und Steirer, nicht, sagen können, dass ja einige substanziell Lehrmittel jetzt in die vor allem Universitäten fließt. Wie ich gehört habe, bemüht man sich ja auch in die darunterliegenden Bildungssysteme mehr hineinzufließen. Und ich glaube, die Steirer sind durchaus schlau und fleißig. Das, was mir eigentlich jetzt aber für die Zukunft auffällt, dass die Standortgewinnung von internationalen Technologiefirmen, ich sage jetzt Google, wir haben kein Rechenzentrum von Google in Österreich, obwohl es mehrere Anläufe gab, wie Sie vielleicht wissen. Wir haben kein Rechenzentrum von Facebook. Übrigens, jedes dieser Rechenzentren hat 3.000 bis 5.000 Mitarbeiter. Das ist hochwertige Mitarbeiter. Ich weiß, politisch ist das nicht immer opportun zu sagen, wir könnten ja vielleicht auch ein Logistikzentrum von Amazon hier sein. Oder von Intel, wie auch immer. Welche Möglichkeiten sehen Sie,
diesen Firmen, die ja dann auch ausstrahlen, auf die Zulieferanten, auf die Universitäten, dass man hier vielleicht auch Anreize schafft. Und die zweite Frage, Sie haben, habe ich jetzt gesehen, vor kurzem eine sehr interessante, für mich fast schon unvorstellbare Geschichte gemacht mit diesem Sandbox-Verfahren. Mhm. Sie wissen, es gibt ja zum Beispiel die in Wien gegründete Bank N26, glaube ich, nach wenigen Jahren bewertet mit über 1 Milliarde, die ja uns Österreicher abhanden gekommen ist. Vielleicht hätten Sie sie mit Ihrem Verfahren ja schon halten können. Es war ja eine große Delegation jetzt in Israel und die haben festgestellt, dass wir noch immer im Bereich des Wagniskapitals einen gröberen Gap noch haben. Mhm. Zweite Frage, welche Möglichkeiten sehen Sie in diesem Bereich von Ihrer Seite Einfluss zu nehmen? Ich formuliere es einmal so. Ja. Also vielleicht zum ersten Teil der Frage, Standort auch für Technologiekonzerne, ja, um in dem Bereich auch zusätzliche Arbeitsplätze, aber letztendlich auch im Umfeld Wirkung zu erzeugen. Also zum einen nochmal bestärkend, was der Landeshauptmann angesprochen hat. Ja, gerade die Steiermark ist ja ein Vorbild, sowohl was die universitäre Bildung, ich nehme aber genauso Fachhochschulbildung mit, in Verbindung mit dem Thema Forschung, und damit auch in Richtung Standort, Technologie und Clusterung geschafft hat. Dass da noch Potenzial gegeben ist und wir durch die Maßnahmen, die wir heute auch deklariert haben, auch weitere Investitionen in dem Bereich holen wollen und sichern wollen, ist ein Faktor. Ich sage aber genauso dazu einschränkend, die von Ihnen genannten Namen, bin ich mir gar nicht sicher, ob ich sie so sehr auch standortmäßig anlocken, im wahrsten Sinne des Wortes will. Weil das, was wir auch erkennen, und wir haben ja erst vor kurzem eine österreichische Maßnahme gesetzt, im Sinne der Besteuerung, was internationale, digitale, globale Konzerne betrifft, weil schauen Sie sich an, wo diese Standorte sind und hinterfragen Sie, warum gerade dort diese Standorte sind. Und das ist jetzt nicht nur Facebook und Google, die teilweise ohne Steuerleistung, ja, in irgendeinem Bereich ihre Standorte derzeit dort fixieren können. Und das ist aus meiner Sicht unfair. Und daran arbeiten wir ja global, um auch dort Fairness zu schaffen. Und das Zweite ist auch bei Amazon. Schauen Sie sich, welche Arbeitsrahmenbedingungen in den Ländern sind, wo Amazon vordergründig, und da denke ich jetzt nicht an Deutschland, sondern auch an andere Zentren, in dem Bereich agieren. Und da sage ich, mein Appell, und das habe ich auch dem Wolfgang Katzian schon mal gesagt, wäre, da hätte ich gerne einmal die Energie auf internationaler, auch europäischer Ebene von Arbeiterkammer, von Gewerkschaften, dass man mal darauf schaut, dass auch Fairness in dem Bereich zustande kommt, indem man dort versucht, auch einen internationalen Level zu schaffen. Weil man in Amazon Verteilungslogistikzentren zu einem Stundenlohn oft von 3-4 Euro gearbeitet werden kann und das weit, weit weg ist von auch sozialen Rahmenbedingungen und Einkommen, die wir haben, dann entsteht auch daraus ein unfairer Wettbewerb. Und wie gesagt, da glaube ich, können auch diese Bereiche noch einiges beitragen. Zum Thema vielleicht Technologie N26, weil Sie es ansprechen, ich habe deswegen geschmunzelt, weil ich es in Berlin auch besucht, kennengelernt habe, schon bevor ich in die Funktion als Finanzminister kam. Es erfreulich ist ja, dass N26 jetzt auch in Österreich präsent wird. Margarete Schramböck hat ja auch die Gründer von N26 in Wien willkommen geheißen mit Investition und Standort, wie gesagt, auch in Österreich. Damit ist es eine Rückkehr zum Teil, auch wenn die Gründung und wie gesagt die Entwicklung in Berlin stattgefunden hat. Sie haben angesprochen, das Element des Fintech-Beirats, der nicht nur diese Sandbox-Lösung, sondern auch andere Bereiche für die Basis zur Entwicklung von Fintech- oder Insurtech-Unternehmen auch in Österreich fördern soll. Wir haben dort, und das ist für mich durchaus ein positives Beispiel, auch im Zuge der Aufsichtsreform, nämlich mit Praktikern, Unternehmen wie N26, es waren auch andere in dem Bereich für Österreich dabei, genauso die Finanzmarktaufsicht, genauso die österreichische Nationalbank, genauso das Finanzministerium, und wir haben Rahmenbedingungen definiert. Und das ist unser Verständnis,
wie wir Sorge tragen, dass es einerseits für die Konsumenten Sicherheit und Schutz gibt, aber gleichzeitig auch eine positive Unternehmensentwicklung dieser neuen Technologieunternehmen stattfinden kann und die gute Grundlage, die die Steiermark schon als Vorbild auch im Bereich der Ausbildung, der universitären, der Forschungszusammenarbeit von Universität und Wirtschaft bietet, wollen wir österreichweit verstärken und aus dem heraus auch dieses Interesse für einen Standort noch optimieren. Es gibt aber über die Steiermark hinaus auch Technologiekonzerne, die durchaus wieder ihren Forschungs- und Entwicklungsstandort in Österreich implementieren. Haben wir auch voriges Jahr ein großes Investment gehabt im Bereich von Kärnten. Und da gibt es sicher andere, die folgen werden, weil wir es schaffen, gute Rahmenbedingungen zu legen. Zum Thema Digitalsteuer möchte ich ansetzen. Es wird derzeit kritisiert am aktuellen Entwurf, dass unter anderem das zu mehr Überwachung von Nutzern führen würde, weil eben laut Entwurf die IP gespeichert werden muss und quasi es eigentlich heißt, dass eine Werbeleistung ab dem Zeitpunkt erfolgt, wenn quasi ein Handy mit österreichischer SIM-Karte eingeloggt war und der User halt diese Werbeleistung empfangen hat. Egal wo in Europa, egal wo auf der Welt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Inwiefern kommt das ein bisschen in Konflikt mit anderen Regelungen und planen Sie über die Digitalsteuer auch zu evaluieren, ob andere Steuern, wie zum Beispiel, da gibt es ja diverse Ideen bis hin zur Social Media Abgabe, möglich sind oder sinnvoll sind? Also vielleicht vorweg, wir haben es auch im Rahmen der Präsentation, was das Thema Besteuerung digitaler Konzerne betrifft, und da ist das Thema der Online-Besteuerung im digitalen Bereich ein Thema. Die Grundlage wird gesichert sein, dass sie auch allen gesetzlichen Rahmenbedingungen wie Datenschutz und sonstigen Richtlinien entsprechen wird. Das ist einmal die Grundlage. Gleichzeitig bitte Achtung, es geht ja hier um Information auf behördlicher Ebene. Das heißt, auch da gibt es derzeit schon im Sinne auch der Erfassung bei den Unternehmen die Grundlagen, dass über einen gewissen Zeitrahmen auch die Information zur Verfügung gestellt werden muss, um sie dann im Rahmen der behördlichen Prüfung und sonst in keinem Zusammenhang auch entsprechend gespeichert sein muss. Also da muss man auch unterscheiden, in welchen Bereichen wir auch im Sinne der Bundesabgabenordnung uns gesetzlich bewegen. Also da kann ich nur sicherstellen und garantieren, dass wir alle Rahmenbedingungen einhalten. Aber, und ich habe selbst beim amerikanischen Finanzminister vor einigen Wochen in Washington die Chance gehabt, ihm auch nochmal darzulegen, und er war sehr interessiert, wie wir wissen, dass gerade die Amerikaner an dem Thema sehr interessiert sind. Und er war sehr erstaunt über die Sinnhaftigkeit und letztendlich die Logik, die wir darin haben. Weil worum geht's? Wir haben seit den 90er Jahren eine Werbeabgabe für klassische Werbung. In den 90er Jahren hat noch keiner daran denken können, dass es irgendwann einmal 20 Jahre später einen großen Teil der Werbung im Online-Bereich geben wird. Und was nicht funktionieren kann, ist, dass ich sage, die einen haben eine Abgabe und die anderen fahren gratis. Nein, es ist fair und richtig und von allen verstanden, dass wir hier eine Ausgleich, eine faire Balance in beiden Bereichen legen, weil der Wettbewerb zwischen Tradition und Online soll nicht über eine ungerechte Steuer in dem Bereich beeinflusst sein. Im Online-Handel schließen wir Schlupflöcher. Alibaba aus China liefert Waren, deklariert unter 22 Euro und gibt es keine Umsatzsteuer durch ein Schlupfloch, das wir gesetzlich in dem Bereich haben. Daher Ausgleich gegeben. Und im Bereich der Vermittlerplattformen, ja, auch dort wird es Informationspflichten geben und Haftungen für Vermittlerplattformen, wenn sie durch Nichtmeldung der tätigen Vermittler mögliche Steuer- und Abgabenleistungen helfen zu hinterziehen. Und das ist auch eine Fairnessfrage, dass ich sage, das darf es nicht sein, das gibt es nicht und da ist auch Gerechtigkeit und Fairness gefordert. Aber nochmal, alles gesichert im Bereich des Datenschutzes. Gut, danke, dass Sie uns zugehört haben. Ich werde Sie jetzt grüßen lassen oder Grüße von Ihnen überbringen. Ich muss in 5 Minuten die Ziviltechniker angeloben. danke dir, Herr Finanzminister, dass du Zeit hattest. Gut. Ja. Danke Ihnen und danke alles Gute. Danke fürs Interesse. Dankeschön.
Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.